In dieser Minute wird weltweit Regenwald in der Größe von 30 Fußballfeldern zerstört. Die Jugendlichen der Anne-Frank-Hauptschule hier in Bonn interessiert das nicht. Ich weiß nur, dass Regenwälder aussterben, aber mehr so nicht. Zukunftsangst, persönliche Probleme, das sind ihre Themen. Vorstellen. Ich hab hier unter Federführung von Birte Hesebeck startet Oro Verde Projekte an Haupt- und Förderschulen, um die Schüler für verantwortliches Handeln zu begeistern. Hauptschulen sind bisher von der Umweltbildung eigentlich nicht erreicht worden. Für die wurden nie wirklich Angebote entwickelt. Ich vermute mal, dass sich keiner an Hauptschüler erstmal rangetraut hat. Big Mac, alias Mario Pavelka, spricht die Sprache der Jugendlichen. Er wird die Schüler im Rappen trainieren. Ich hoffe, dass wir wirklich dieses Thema wirklich in euren Kopf reinkriegen, in meinen Kopf reinkriegen, dass wir uns auch mit so einem Thema wie im Regenwald, der tausende von Kilometern weg ist, tausend Kilometer, der eigentlich mit uns nichts zu tun hat. Ich zeige der Welt da draußen, dass wir bereit sind, dagegen was zu tun. BJ, die Tanztrainerin, tanzt seit 15 Jahren. Sie will mit den Jugendlichen eine Hip-Hop-Choreografie zum Regenwald einstudieren. Mit dieser Choreografie stellen wir die Größe, die Stärke und die Einheit des Regenwaldes dar. Das Motto hier, Laufen für den Regenwald. Unterstützt werden die Läufer bei ihrem Fitnesstraining von Timo Horn. Als Fußballprofi des 1. FC Köln weiß er, wie man sich fit macht und richtig trainiert. Interne Leute, sag ich mal, erhöhen natürlich für die Schüler immer die Motivation, sich zu engagieren, Einsatz zu zeigen. Es ist was ganz anderes, es ist was Neues für sie. Unterricht findet einfach in einer anderen Form statt. Wer sind wir? Die Regenwaldläufer! Was wollen wir hier? Den Regenwald schützen! Wenn dieses Projekt wirklich Freude macht, dann werden sie sehr viel aus diesem Projekt mitnehmen und sehr viel auch behalten.